Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Santa Muerte Box von Broilers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Santa Muerte von Broilers, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier eine Box im Querformat. In Rot, Schwarz und Weiß gestaltet. Oben rechts haben wir hier mal einen Sticker, der uns darüber aufklärt, was uns in dieser Box erwartet. Limited Deluxe Edition inklusive Bonus DVD, Benzinfeuerzeug, Posterflagge, Broilers Gazette, Aufnäher, Buttonset, Stickerset, Autogrammkarte und ja, das Album ist natürlich auch noch dabei, auch wenn es jetzt hier gar nicht aufgelistet ist. Unten links gibt es hier noch einen Sticker, einen FSK 0 Sticker, der ist der DVD geschuldet. Und dann haben wir hier den Schriftzug Broilers und dann lesen wir hier noch Greetings from Santa Muerte. Ja, im Hintergrund haben wir hier eine Landschaft, das sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof, also als wären hier so Grabsteine und ein Kreuz. Und das Ganze ist auf jeden Fall hier eine etwas wärmere Klimazone, denn wir haben hier unter anderem Palmen stehen. Ja, Santa Muerte, auch wenn es jetzt vielleicht so wirkt, weil hier steht Greetings from, ist meines Wissens kein Ort, also den Ort gibt es jetzt nicht wirklich. Santa Muerte ist eher so aus dem Bereich Glauben, Religion, und zwar so im südamerikanischen Raum recht verbreitet. Das ist eine Heiligenfigur. Santa Muerte heißt so viel wie der heilige Tod und ist so eine weibliche Figur, so ein weibliches Skelett, das man eben um Unterstützung bittet und das einen beschützen und ja, das Leben angenehmer gestalten soll. Also ist eine Heiligenfigur, ganz einfach gesagt. So, hier lesen wir BSM 11, also Broilers Santa Muerte 11, die Initialen hier. Das Album ist ja 2011 erschienen. Hier auch nochmal Albumtitel plus Bandname, ebenfalls plus Logos und Barcode. Gut. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Hier haben wir nochmal im Detail den Inhalt der Box aufgelistet. Plus so einzelne Ausschnitte der einzelnen Boxinhalte. Und hier gibt es dann noch die Tracklist. Also 14 Tracks plus Outback Session DVD. 5 Tracks auf DVD. Okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Sieht so aus von innen, in Weiß. Und dann haben wir hier den Boxinhalt. Was haben wir hier? Wir haben einmal das Album an sich im Digipack. Ich schätze, hier ist auch gleich die DVD drin. Dann haben wir die Fahne. Ein Feuerzeug, ein Sturmfeuerzeug. Dann hier Buttons vom Souvenirshop. Einen Sticker. Einen Patch und zwei weitere Sticker und dann gibt es hier noch die Gazette, also sowas wie eine ja, dünne Zeitung und eine unterschriebene, Autogrammkarte. So, dann packen wir den Boxinhalt wieder, die Box wieder zusammen und zur Seite. Und dann starten wir mit dem Album an sich. Der restliche Inhalt kann derweil auf Seite. So, also so sieht das Ganze aus. Das ist das Digipack zum Album Santa Muerte. Auch hier wieder BSM 11 zu lesen. Dann haben wir hier gleich groß zwei Bandmitglieder abgebildet. Broilers Santa Muerte und auf der Rückseite ein weiteres Bandmitglied. Ja, hier nochmal die Tracklist, 14 Tracks auf dem Album plus eben dann noch 5 hier auf der DVD. Dann schauen wir mal rein. Jawohl, denn jetzt macht das Ganze auch Sinn hier. Moment, wir packen mal kurz das Booklet raus. Aber wenn man sich das jetzt ansieht, so, jetzt haben wir die gesamte Band hier auf diesem Panoramabild abgebildet. Also Sami, Ron, Andy, Ines und Christian, alle sind hier schwarz-weiß abgebildet.
So, dann kommen wir zum Booklet. Das sieht so aus. So, was haben wir hier? Einerseits Fotos der Bandmitglieder hier. Sieht so aus wie aus vergangener Zeit. Also sehr schön gekleidet hier. Die Herrschaften und die Dame. Dann geht's hier los mit den Track-Lyrics. Also die einzelnen Tracks hier abgetippt, Wort für Wort. Dann gibt es einzelne Fotos der Bandmitglieder. Dann nochmal alle zusammen. Ja, Sammy könnte meiner Meinung nach auch echt gut in irgendwelchen Mafia-Filmen mitspielen. Passt echt gut hier von der Optik, meiner Meinung nach. So, dann geht es hier weiter. Lyrics und Fotos. Das Ganze hier in Schwarz-Weiß. Ja, das war's. Hier zum Abschluss gibt es dann noch die Credits. Und dann packen wir das Booklet mal wieder rein und kommen zu der Album-CD. Die kommt hier in Rot. So sieht das aus. Santa Muerte Schriftzug. Palmen dahinter. Und direkt daneben die DVD. Sieht so aus in Schwarz. Und auch hier wieder Palmen im Hintergrund. Plus, hier haben wir noch die Infos zur DVD. Die Beteiligten. Jawohl, so, das war's mit dem Digipack. Packen wir mal wieder zusammen. Und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Feuerzeug. Wir lesen hier, Broilers Santa Muerte Society established 2011. Ansonsten hier alles in Silber und Hochglanz gehalten. So, wir haben es hier zu tun mit einem Tri-Star. So sieht das aus. Klassisches Sturmfeuerzeug. So, als nächstes haben wir hier aus dem Souvenirshop drei Buttons hier mit dabei. Die kommen hier in diesem kleinen Druckverschlussbeutel. Schauen wir uns mal an. So, einmal der Albumtitel. Hoppla. Ist mir der Button glatt aus der Hand gefallen. So sieht das aus in Weiß und Schwarz, Santa Muerte. Dann nochmals inklusive Bandname in Schwarz, Rot und Weiß. Ah nein, hier steht auch noch I Survived. Und der dritte Button, klassisch wieder mit Bandname und Albumtitel, auch wieder in Rot, Schwarz und Weiß. Ja, das sind die drei Buttons. Packen wir mal wieder zurück in das Säckchen hier, einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Querformat, das Foto, das wir schon kennen, alle fünf Bandmitglieder hier abgebildet und es haben auch alle fünf hier unterschrieben mit silbernem Stift. Auf der Rückseite ist das Ganze gestaltet wie eine Postkarte, also könnte man tatsächlich versenden, wenn man denn möchte. Ich werde meine auf jeden Fall behalten. So, Sticker. Drei Stück, einmal hier kreisförmig, dann nochmals, auch hier wieder mit BSM und dem Totenkopf-Logo, das kennt man auch. Und dann hier nochmals quadratisch mit dem Greetings from Design, das wir auch schon auf der Box hatten. Ja, also drei Sticker mit dabei. Ein Patch, der auch hier wieder mit den Initialen BSM 11. Der ist hier so karomäßig gestaltet in Schwarz und Gold. Eine Fahne ist ebenfalls mit dabei. So, wie sieht die aus? Die ist relativ ungewöhnlich. Die ist tatsächlich im Hochformat. Stand da, glaube ich, auch auf der Box von wegen Posterfahne. Jetzt wissen wir auch warum. Und zwar lesen wir hier, oben geht's los, oben links, Spend your nights in, also verbringe deine Nächte in Santa Muerte. Und hier der Schriftzug auch wieder in dieser Fotooptik. Also wir haben hier die fünf Bandmitglieder wieder, die sich hier in den einzelnen Buchstaben wiederfinden. Und darunter gibt es nochmal eine schöne Aufnahme hier von Palmen und Wasser. Ja, wie gesagt, die Fahne im Hochformat, sehr ungewöhnlich. Also so ziemlich alle Fahnen, die so in Boxen sind, sind ja dann tatsächlich im Querformat. Aber das ist mal auch was Schönes. Hochformat. So, packen wir die Fahne wieder zusammen.
Und als letzten Boxinhalt haben wir hier tatsächlich eine kleine Zeitung mit dabei. Die sogenannte, klappen Sie mal auf, die Santa Muerte Gazette. So, und zwar lesen wir hier: Die Entstehung der Broilers Santa Muerte LPCD Principal Studios MS Winter 2010, Frühjahr 2011. 10. Juni 2011, Sonderausgabe 001. Ja, hier haben wir die Bandmitglieder, die hier im Studio sind, mit ihrem Produzententeam. Hier wird eingespielt, dann haben wir hier auch nochmal Infos, wer hier beteiligt war. Ja, und dann wurde das Ganze hier begleitet. Also hier sind Fotos, hier sind Collagen, wie das so aussieht im Aufnahmeprozess, wie die einzelnen Tracks entstanden sind. Dann ein Foto, das wir schon aus dem Booklet kennen, alle fünf hier. Und zum Abschluss noch weitere Fotos. Hier mit ihrem Produzenten Vincent Sorg. Und ja, das war's soweit. Also sehr fotolastig, keinen Text, aber dafür jede Menge Fotos und Eindrücke zum Aufnahmeprozess, hinter den Kulissen, zum Making-of des Albums. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Zeitung, die sogenannte Santa Muerte Gazette. Dann die Fahne im Hochformat. Der Patch, der hier quadratisch, also in Karo-Optik kommt. Die Sticker, drei Stück, einmal quadratisch, zweimal kreisförmig. Dann das Button-Set. Dieses enthält drei Buttons, die kommen hier in diesem Druckverschlussbeutel. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Das Sturmfeuerzeug in Silber. Und natürlich das Album an sich, Santa Muerte im Digipack mit 14 Tracks plus Bonus DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Santa Muerte von Broilers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Broilers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.